Sind das alle Pasteten? Herr Breimer, dürfen Sie raten, Herr Schwalbenthal. Liebe Frau Gudrun, Sie wollen doch auch, dass der Ball ein voller Erfolg wird. Ja, und davon wird ein Ball ein Erfolg, wenn man die Köchin nervös macht. Aber meine verehrteste Herzensköchin, was können Sie dich denn bei deinen Talenten denn wohl nervös machen? Aua. Ja, nehmen Sie eine von denen, die sind schon abgekühlt. Sonst noch was? Vortrefflich. Lina, hast du Zeit? Ich muss ein Paket vom Bahnhof abholen lassen. Eine Überraschung für die Gräfin. Natürlich für die Gräfin. Wer denn sonst hat morgen Geburtstag? Was ist es denn? Ein Kürbis, der sich um Mitternacht in eine prächtige Kutsche verwandelt. Aus England. Wirklich? Da sind wir alle aber wieder sehr gespannt. Also, ich glaube, Sie schenken der Gräfin Schmuck. Und warum glaubst du das? Naja, weil Sie so derartig in sie verliebt sind. Ich erkenne das sofort. Woran? An fettigen Pastetenfingern? Frauen fühlen das. Aber meinen Segen haben sie. Meinen auch. Sie und die Gräfin, das passt doch zusammen wie das Eichhörnchen und die Haselnuss. Ne, Max? Und welche Rolle willst du mir dabei zuweisen? Die Haselnuss oder das Eichhörnchen? Den muss natürlich. Die Junge Nachtigall. Sehr schön, Fritzchen. So, und jetzt lese ich das Ganze nochmal zusammen vor. Oh ja. Über mein Bett erhebt sich ein Baum. Drin singt die junge Nachtigall. Sie singt vor lauter Liebe. Ich höre es sogar im Traum. Schön, nicht? Aber nur, weil du es vorliest. Hast du gehört, wie ich lesen kann, Max? Das machst du schon ganz ordentlich. Tut mir leid, dass ich störe. Du störst nicht. Nicht vergessen, bald ist sie verheiratet. Otto, davon hat er 20 Stück bestellt. Herr Schwalbendings denkt wohl, unsere Weinreben produzieren Gold. Dieser Ball frisst uns alle Haare vom Kopf. Ich habe dem Maitre zumindest die Abschiedsgeschenke ausgeredet. Jeder Gast bekommt eine gute Flasche Wein. Ich wette, die wissen es auch zu würdigen. Ein Jammer, dass wir jetzt den Wein schon verschenken müssen, damit ihn jemand nimmt. Nicht den ganzen, liebe Schwester. Der Wein ist jetzt das Pfund, mit dem ich wuchern muss. Darum wird er auch nächste Woche nach Amerika verschifft. Du machst es? Ich denke ja. Ich muss nur noch mit dem Bankier sprechen. Ich habe gleich einen Termin mit ihm im Club. Ich bete zu Gott, dass aus dem Geschäft etwas wird. Otto, ich entführe deine Tochter. Sie hat zugegeben, dass sie heute noch nicht ein einziges Mal vor der Tür war. Dann pass gut auf sie auf, Jörg. Du weißt, morgen hat sie ihren großen Auftritt. Wie kann ich das vergessen? Darf ich um den nächsten Tanz bitten, Gräfin? Verrückten soll man nicht widersprechen, oder? Auch wenn der Jörg etwas zu unkonventionell ist, die beiden passen wirklich gut zusammen. Auf jeden Fall verstehen sie sich prächtig. Es ist kein Wunder, sie sind ja fast zusammen aufgewachsen. Der ideale Kandidat also. Auch wenn ich mir Jörg nur schwer als Ehemann vorstellen kann, aber vielleicht hast du recht. Möglicherweise ist er tatsächlich der Schwiegersohn, auf den du so sehnsüchtig wartest. Na, Fritzchen, die Bücher haben es dir ja ganz schön angetan. Genauso wie Butterbrote. Sag mal, wie lange unterrichtet die Gräfin dich denn schon? Seit ich hier auf Gut Allen arbeite. Und das macht sie einfach nur so? Ich muss ihre Schuhe besonders gut putzen. Was die anderen ihr geben, weiß ich aber nicht. Die anderen? Die anderen Kinder, die sie auch unterrichtet. Mensch, da macht sie ja ein riesiges Zusatzgeschäft. Aber es lohnt sich. Vorher konnte ich noch nicht mal bis 10 zählen. Jetzt weiß ich ganz genau, wie viel Groschen die Lina mir schuldet.
Du machst ein gutes Geschäft, Fritzchen. Wissen ist Macht. Und wenn die Gräfin dir was beibringt, dann wirst du später mal ein wichtiger Mann. Sie ist aber auch sehr schön. Ja? Achte mal drauf. Na, schwärmt ihr schon wieder von der schönen Lehrerin? Ihr könnt ja einen Verein gründen. Mutter! Max, wie schön. Ich habe gehofft, dich hier zu treffen. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen gehabt. Seit ich auf Gut Alm bin, habe ich mich nicht einmal bei dir gemeldet. Ich hatte gar keine Zeit, dir böse zu sein. Ist das das Kleid der Gräfin? Ja, wir machen gleich die letzte Anprobe. Geht's dir gut, mein Sohn? Warum fragst du? Du siehst müde aus. Ihr habt sicher viel zu tun mit dem Ball morgen. Ich werde schon fertig damit. Ich musste mich nie groß um dich kümmern. Und mit der Zeit wird auch vieles leichter. Weißt du, Max, die einen, die nähen die Kleider und die anderen, die tanzen darin. So ist das nun mal. Aber trotzdem sind die einen nicht schlechter als die anderen. Die junge Gräfin zum Beispiel. Sie unterrichtet Kinder, damit sie es später immer leichter haben im Leben. Ich mag sie auch, Max. Und trotzdem, sie lebt in einer anderen Welt. Oh, verdammt, ich hab's manchmal sowas von satt. Nalina, kann ich dir irgendwie helfen? Naja, warum eigentlich nicht? Aber per Express bitte. Hey, aber weg hier, aber schnell. Ist das nicht Ihr Freund von der Fohlen? Er scheint eine Menge Zeit zu haben. Na wunderbar. Dafür gebe ich also mein Geld aus. Bin ich zu schnell? Nein, nein, geh zum. Der will doch nur spielen. Das sagen sie alle und am Ende ist man tot. Komm. Na, mein Freund, gibt es Neuigkeiten, von denen ich wissen sollte? Nun, Garibaldi ist auf dem Weg nach Florenz. Es hat den Anschein, als bereiteten die Italiener schon wieder einen Krieg. Was interessiert mich Italien? Ich bezahle sie nicht fürs Zeitunglesen! Selbstverständlich, Herr Hartstein. Ich, im Moment gibt es noch nicht eben viel zu tun für mich. So, meine Sache. Graf Allen ist gerade mit einem Bankier in den Zigarrenclub gegangen. Glauben Sie nicht, dass ich wissen sollte, worüber die beiden sich unterhalten? Nun, dann werde ich mal auf ein Glas Tee dort vorbeischauen. Brillanter Plan. Das ist wundervoll. Was gefällt Ihnen also? Bei meinem ersten Ball trug ich auch so ein unglaubliches Kleid. Reizend. Wenn Sie Änderungen wünschen, bis morgen ist noch genügend Zeit. Davon kann gar nicht die Rede sein. Ich bin sehr zufrieden, Frau Grebe. Doch warten Sie. Das Dekolleté könnte etwas weiter sein. Sophie wirkt ein bisschen zugeknöpft. Und sie ist doch eine moderne junge Frau. Ein Kleid sollte den Charakter unterstützen und die Blicke der anderen auf sich ziehen. Ach, das ist bei ihrer Nichte ohnehin kein Problem. Bringen Sie mir einen Tee. Oder nein, besser einen Whisky. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Otto? Ist dir nicht gut? Es geht schon, danke. Aber komm, setz dich doch. Gerne. Ein wenig Konversation. Kann ich jetzt ganz gut gebrauchen. Du hast in letzter Zeit einiges zu besprechen. Mit Umbach von der Bank, nicht wahr? Dieser Halsabschneider. Die sind nur zur Stelle, wenn sie einen Gewinn wittern. Aber braucht man sie mal, dann sind sie schneller verschwunden wie eine Pistolenkugel. Hey, aber du bist doch nicht etwa in Schwierigkeiten, lieber Freund. Ich will dir nichts vormachen, Wolfgang. Schließlich hast du mich auf die Idee gebracht. Ich überlege, meinen Wein nach Amerika zu exportieren. Ja, aber das ist doch großartig. Gratuliere. Du wirst sicher eine Menge Geld verdienen.
würde, lieber Freund, ich würde viel Geld verdienen. Wenn dieser verdammte Bankier nicht Nein gesagt hätte, da brauche ich erst mal Geld für Transport und Zölle. Da muss man investieren, bevor man verdient. Diese kleine Summe hat Umbach dir verweigert? Du bist doch Gutsbesitzer. Du hast doch Ländereien und Wälder. Das sind Sicherheiten bis zum jüngsten Tag. Auf meinem Gut liegen bereits Hypotheken. Das hängt man nicht an die große Glocke. Aber ich bitte dich, von mir erfährt niemand ein Sterbenswort. Wir sind doch Freunde, oder? Danke, Wolfgang. Freunde kann ich gut gebrauchen im Moment. Ich wüsste vielleicht eine Möglichkeit, wie ich dir helfen könnte. Ich danke dir, aber morgen feiern wir erstmal den Geburtstag von meiner Tochter. Danach ist immer noch genügend Zeit, um über Geschäfte nachzudenken. Das sind Orchideen aus Italien. Oh, die sind ja wunderschön. So was hatten wir noch nie auf dem Gut. Da sind Blumen in der Kiste. Ich schleppe nichts als Grünzeug den weiten Weg. Lina, das ist kein Grünzeug, das sind Orchideen. Wie kann man wegen so einem Firlefanz so einen Aufstand machen? Das ist doch nur ein Geburtstag. Lina, was die Gräfin zum Geburtstag bekommt, geht dich nichts an. Außerdem habe ich die Kiste geschleppt. Psst. Und außerdem hat Sophie die Blumen sowieso nicht bestellt. Dafür ist sie viel zu bescheiden. Geht es um meine Sophie? Dann bin ich ja richtig hier. Max hat gerade gesagt, dass die Gräfin ein so kostbares Geschenk wirklich verdient. Stellt euch vor, sie hat mir ihr Taufkleid geschenkt. Oh, Lina ist genauso nett. Sie hat mir dieses Hühnerbein hier geschenkt. Lina, du hast ja einen Kavalier. Das ist kein Kavalier, das ist Leo. Diese Blumen stammen aus den Gewächshäusern des italienischen Königs. Was Sophie wohl für Augen macht, wenn sie diese Kostbarkeiten sieht? Diese Blumen würden ja sogar einer Braut zur Ehre gereichen. Nun, Graf Allen befindet sich in einer misslichen Lage. Er will das Amerika-Geschäft zwar machen, findet aber keine Geldgeber, die ihm den Transport finanzieren. Warum sollten ihm die Banken kein Geld leihen? Er genießt doch einen hervorragenden Ruf. Aber das Gut ist bereits mit Hypotheken belegt. Hypotheken? Auf dem Gut? Das ist ja mal eine hervorragende Nachricht. Dann habe ich ihn endlich da, wo ich ihn haben wollte. Mit dem Rücken zur Wand. Sie werden sich nicht viele Freunde machen, Herr Hartenstein. Werter Baron. Ich brauche keine Freunde. Ich habe einen Hund. Nun, wie auch immer. Da es sich bei meinen Diensten keineswegs um Freundschaftsdienste handelt, denke ich, dass ich mir ein paar Taler verdient habe. Ich denke, mit der Entlohnung warten wir bis zum endgültigen Geschäftsabschluss. Nicht wahr? Geburtstagskind. Ich bin schon lange wach. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine Kleine. Danke. Unten warten ein paar Geschenke auf dich. Und auch von mir alles Gute zum Geburtstag, mein kleines, großes Mädchen. Von mir, weil es sonst so monoton wird, auf Englisch.
Happy, happy birthday, Miss Sophie. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, Sophie. Danke. Aber soll ich mich nicht besser ankleiden? Ihr habt doch bestimmt Hunger. Draußen warten noch mehr Gratulanten. Darf ich Sie reinlassen? Ja, aber natürlich, Papa. Also gut. Zum Geburtstag, liebe Sophie, zum Geburtstag viel Glück. Oh, danke. Wenn der Tag schon so gut anfängt, dann kann ja gar nichts mehr schieflaufen heute. Wir wünschen alles, alles erdenklich Gute. So, jetzt aber mal Platz hier für diese mediterrane Pracht. Das wird den Wintertag in ein Feuerwerk verwandeln. Jörg, was ist das denn? Die sind ja wunderschön. Mm. Viele liebe Grüße vom König von Italien. Ich habe ihn überreden können, dir das zukommen zu lassen. Du hast schon vor Monaten an meinen Geburtstag gedacht? Oh, du bist so lieb. Schön. Das wirkt ja ganz homogen. Kann der Kragen auch sitzen oder muss der so hoch stehen? Liebe Kollegen, uns steht ein großer Abend bevor. Ich hoffe, Sie nehmen die Anweisung zur Kenntnis, die ich Ihnen gegeben habe oder noch geben werde. Meine Aufgabe ist es, zu kontrollieren, ob alles funktioniert. Ich werde überall sein. Außerdem möchte ich noch erwähnen, dass ich mit Ihnen allen äußerst zufrieden bin. Sie haben gute Arbeit geleistet und dafür möchte ich mich bedanken. Ganz besonderes Lob gilt Frau Gudrun, unserer exzellenten Köchin. Eine so vorbildlich geführte Küche habe ich nicht einmal in königlichen Gehäusern erlebt. Frau Gudrun, es ist mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Dankeschön, Herr Schwalbenschwan. Schwalbenthal. So. Und jetzt möchte ich, dass alle der Gräfin ein unvergessliches Fest bereiten. Was für eine schöne Ansprache, Herr Schwalbenthal. Ach, wissen Sie, ich liebe meinen Beruf. Ich versuche, den Menschen Freude zu geben. Und wenn die Leute gut arbeiten, warum soll man es ihnen nicht sagen? Dabei fällt mir ein, Magda, ich wollte mich schon den ganzen Tag bei dir bedanken. Bedanken? Wofür? Dafür, dass du Sophie in den letzten 20 Jahren die Mutter ersetzt hast. War das jetzt der falsche Moment für ein Lob? Herr Schwalmtal, gab es noch irgendwelche Absagen in letzter Minute? Aber nein, der gesammelte heiratsfähige Adel ist vermutlich auf dem Weg nach Gut Alt. Guten Abend. Ich verstehe mich selbst nicht. Max tut so, als sei ich Luft für ihn. Selbst heute, nach meinem Geburtstag. Warum lasse ich mich so durcheinander bringen? Warum kann ich nicht anders als ihn ansehen, wenn er im Raum ist? Aber ich lasse mir mein Fest nicht verderben. Ich werde tanzen und richtig Spaß haben. Geht gleich los. Ich komme. Na, Liebes, bist du nervös? Nein, ich freue mich. Das ist schön. Huch. Du siehst wunderschön aus. Und ich werde allen Männern heute den Kopf verdrehen.
besonderen Tag immer in guter Erinnerung behältst. Das wäre ich ganz sicher. Liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich auf Gut Ahlen. Danke, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben, um mit uns den 20. Geburtstag von Sophie zu begehen. Bevor wir auf das Glück von Sophie anstoßen, wird unser lieber Herr Schwalbenbach die Ehre haben. Schwalbenthal. Oh, Herr Schwalbenthal wird Sie nun dem Geburtstagskind vorstellen. So viel Zeit muss sein, bevor wir das Buffet eröffnen. Es eröffnen Graf Herzberg und Baron Aschleben. Wieso kein Frack, Herr Hartenstein, wo es doch ein Ball ist? Erstens, ich bin nicht eingeladen. Zweitens, ich komme nicht als Gast. Und drittens, ich bin äußerst gespannt auf das Gesicht von Otto von Ahlen, wenn er mich empfangen muss, trotz meines Aufzugs. Wenn er sie überhaupt reinlässt. Das wird er. Bei Gott, das wird er. Weil ich ihn endlich da habe, wo ich ihn haben wollte. So, da wir nun alle Gäste begrüßt haben, bitte ich Sie nun, das Glas zu erheben auf meine schöne Tochter Sophie. Mehr Gäste oder sind die Dänen schon eingefallen? Fehlt doch jemand. Nein, alle von der Liste sind da. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Bitte lassen Sie sich nicht stören. Ich habe nur etwas Geschäftliches mit dem Hausherrn zu klären. Ich bin gleich wieder weg. Unverschämtheit. Kennst du diesen Eindringling? Das ist Friedrich Hartenstein. Sie müssen Sophie von Ahlen sein. Das ist mein Name. Ein Moment. Darf ich Ihnen meine Bewunderung ausdrücken? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine so bezaubernde Frau gesehen. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Mischung aus Charme und Frechheit erlebt. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin Friedrich Hartenstein und ich freue mich von ganzem Herzen, Sie kennenzulernen.